Wir sind in der Lausitz. Blumenwiesen gelten hier mehr als anderswo. Wahrscheinlich deshalb gibt es hier Menschen, die mit unendlich viel Mühe Wildblumen anbauen. Menschen wie Christina Grätz. Toll mit den ganzen Insekten, nicht? Die Biologin leitet das Unternehmen Nagola Re, sorbisch auf der Heide. In Jenschwalde kultiviert sie mit ihren Mitarbeitern heimische Wildpflanzen. Über 100 Arten. Hier wird anders gegärtnert, als man das so kennt. Bei der Produktion von Samen von Wildpflanzen ist das große Problem, dass die Wildpflanzen nicht zu vergleichen sind mit einer Kulturart. Weil die reifen, also eine Kulturart, da reifen alle Samen, alle Blütenköpfchen zur gleichen Zeit ab, beim Raps oder beim Getreide. Bei einer Wildpflanze ist das ganz anders. Das sehen wir hier zum Beispiel sehr gut bei der Skabiosenflockenblume. Man kann das erkennen, es gibt ganz viele noch Knospen, es gibt Blüten und an einigen der Pflanzen hier gibt es sogar schon reife Samen, sogar schon welche, die weggeflogen sind. Dieses Durcheinander macht die Ernte enorm arbeitsintensiv. Jeden Tag müssen Blüten geprüft und Samen gepflückt werden. Viele Arten hier sind noch nie vorher angebaut worden. Alle Mitarbeiter lernen mit, worauf es ankommt. Zum Beispiel beim echten Ehrenpreis. Guck mal hier. Die sind reif. Ja, ja. Hier. Ich drücke nur dagegen und da sind die reifen Samen. Hier. Also wir würden die jetzt verlieren. Ihr müsst hier noch mal durch. So, und das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Art. Man kann sich das vorstellen. Hier kann weder ein Mähdrescher fahren, noch ein Schneidwerk, noch irgendwas. Deswegen muss man die mit der Hand abschneiden. Viele Erntegeräte haben die Gärtner selber entwickelt. Wie den Pflanzensauger. Wie ein riesiger Staubsauger fährt er übers Feld und sammelt die Pustesamen des Wiesenpepau. Leider gibt es keine saugenden Erntemaschinen bisher auf dem Markt. Das heißt, jeder Wildpflanzenanbauer baut sich was selber zusammen. Also da gibt es ganz irre Lösungen. Und wir haben zum Beispiel ein Heugebläse umgebaut. In dem riesigen Staubsaugerbeutel die Ernte von heute. Improvisierte Technik, die funktioniert. Auch die Saatgutaufbereitung hat ihre Tücken. Denn 100 verschiedene Pflanzen haben auch 100 verschiedene Samen. Und das ist eben das, warum wir hier unheimlich viele verschiedene Siebe zu liegen haben. Mit runden Löchern, mit langen Löchern, klein, groß. Es kann auch von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, wie die Samen, welche Größe sie haben. Und das ist eben das Komplizierte. Nichts ist einfach beim Wildpflanzenanbau. Deswegen gibt es auch nur wenige Unternehmen, die sich dieser Aufgabe stellen. Dabei sind die Samen von Wildpflanzen mittlerweile stark gefragt. Ab 2020 dürfen bei der Landschaftspflege nur noch Samen verwendet werden, die von regionalen Arten stammen. Nagola Re kommt mit der Produktion für den Naturraum 4 Ostdeutsches Tiefland kaum hinterher. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, der getrieben werden muss, um hier den Samen zu bekommen. Und dann kann man auch verstehen, dass Pflanzenarten der Samen von den Wildpflanzen ganz unterschiedlich teuer sein kann. Also das geht ja von 35 Euro das Kilo bis 1800 Euro das Kilo. Je nachdem, wie die Erntetechnik ist und der Anbau der Kulturen. Christina Grätz stammt selbst aus einem Dorf, das durch den Tagebau abgebaggert wurde. Sie will die Natur in ihre Heimat zurückholen. Das gibt ihr die nötige Begeisterung für die schwierige Wildsamenproduktion.